Tagesordnungspunkt 4, Grußwort des AfD Mittelstandsforums Bundesvorstandes Müller. Dann erteile ich mir hiermit das Wort. Ich möchte ein bisschen was erzählen zu unserer Vereinigung, woher sie kommt und wo ihre Ziele liegen. Sie sehen das hier auf unserem Banner dargestellt, wer bei uns Mitglied sein kann. Das sind die Mitgliederkriterien. Das sind im Endeffekt alle Arten der Selbstständigkeit, die man sich vorstellen kann, plus leitende Angestellte und Geschäftsführer. Das hat damit zu tun, dass wir gesagt haben, wer Abteilungsleiter ist oder Geschäftsführer im Mittelstand, auch wenn er angestellt ist, ist eher auf der Seite des Unternehmers, des Inhabers unterwegs, und deswegen ist es richtig, dass wir auch diese Personengruppe in unser Mittelstandsforum einladen. Ich selbst bin jetzt wieder selbstständig, auch kurz etwas zu meiner Person. Ich bin Diplom-Volkswirt, also Volkswirtschaft studiert, habe aber nie als Volkswirt gearbeitet, sondern immer in Betrieben. Von Anfang an begonnen im Vertrieb, die Verkäufertasche getragen, das glaube ich war ganz wichtig. Und habe mich dann emporgearbeitet zum Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen. Das war ich 11 Jahre lang, davon die meiste Zeit im Ausland. Und bin dann auch einfach hineingewachsen in Dinge wie eine Produktion aufbauen, eine Produktion sanieren. Und bin eben auch, obwohl ich aus dem Vertrieb komme und Wirtschaftler bin, auch in diesen ganzen Prozessdingen inzwischen relativ fit. Bin jetzt wieder selbstständig seit einem Jahr, indem ich als Interim-Manager mittelständischen Inhabern eben das anbiete. Wenn es irgendwo pfeift, kracht und zischt, dann gehe ich dahin und helfe dem Inhaber, das gerade zu rücken. Und wenn es erledigt ist, dann gehe ich wieder weg zum nächsten Projekt. Das ist auch etwas, was uns verbindet. Sie sind ja der technische Interim-Manager, wie wir festgestellt haben, Herr Füßlein, und ich bin es eben mehr der ökonomische und prozesstechnische. Die Frage ist, welche Themen uns zusammenbringen, uns Mittelständler, und dass es immer die gleichen Fragen sind. Wir wollen natürlich, dass wir nicht so hoch besteuert werden. Wir wollen, dass der Staat uns nicht die Luft abdrückt durch zu viel Bürokratie. Das ist etwas, das hören Sie auch von den anderen Wirtschaftsvereinigungen. Die anderen Parteien haben ja auch Wirtschaftsvereinigungen. Aber das, was uns, denke ich, als Mittelständler der Alternative für Deutschland zusammenbringt, ist noch etwas anderes, dass wir eben das Wirtschaftsleben oder andersrum, dass wir das Leben nicht nur auf die Wirtschaft reduzieren. Das ist ja das ganz große Manko aller anderen Wirtschaftsverbände. Die tun ja immer nur so, als würde das Leben nur aus Wirtschaft bestehen. Nur aus Kennzahlen und sonst aus uns gar nichts, auch nicht aus Menschen. Da wird schon mal der erste Zusammenhang sträflich vernachlässigt in dieser Denkweise. Eine Kennzahl unten, wie es so schön heißt, Bottom Line, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, das EBIT oder wie Sie das auch immer nennen wollen, das ist doch das Ergebnis menschlicher Handlungsweisen. Eine wirtschaftliche Zahl kann immer nur das Ergebnis menschlicher Handlungsweisen sein und ist nie ein Selbstzweck an sich. Und das ist etwas, was ich in den Wirtschaftsverbänden, den Großen, sträflich vermisse, die immer nur so tun, als bestände die Wirtschaft nur aus Wirtschaft. Nein, sie besteht aus Menschen, weil Menschen die Ergebnisse hervorbringen. Das ist der Punkt Nummer eins. Und der Punkt Nummer zwei ist, wir Unternehmer haben auch ein Leben vor der Firma, und zwar vor 7 oder 8 Uhr, je nachdem, wann wir da reingehen. Und wir haben auch ein Leben nach der Firma, wann wir halt am Feierabend, und mag auch noch so spät sein, wieder herausgehen. Und dann sind wir Bestandteile unseres sozialen Umfeldes. Dann gehen wir über die gleiche Straße wie jeder Normalsterbliche auch. Dann stehen wir an der gleichen Ampel und kaufen im gleichen Geschäft ein. Deswegen sind wir auf Gedeih und Verderb doch darauf angewiesen, dass unser soziales Umfeld funktioniert. Ja, ich habe mit Herrn Füßern haben wir besprochen, ich werde heute nichts zu anderen Themen sagen, die ja in der AfD gut thematisiert werden, aber eine kleine Ausnahme muss ich jetzt machen. Auch wir Unternehmer unterliegen dem Risiko, wenn jemand mit der Axt auf uns losgeht, weil er sich von Frau Merkel persönlich eingeladen gefühlt hat. Wir unterliegen den gleichen Risiken. Es sind auch unsere Töchter, die vielleicht sich nicht mehr trauen, auf die Straße zu gehen. Und es sind auch unsere Frauen. Und insofern sind wir Unternehmer eben nicht nur unternehmerisch tätig, wir sind auch Teil des sozialen Umfeldes. Und deswegen ist es mir auch ein Herzensanliegen, dass im Mittelstandsforum Alternative für Deutschland nicht vergessen wird, auch die soziale Komponente unseres unternehmerischen Denkens und Handelns. Ein weiterer Aspekt, der interessant ist, ist die Frage,
sind wir liberal oder nicht liberal oder konservativ oder neoliberal? Das sind ja Begriffe, die herzlich durcheinandergewirbelt werden. Ich weiß jetzt nicht, will Sie nicht vorgreifen, Herr Professor Brine, ich weiß nicht, was Sie berichten werden zu Luthers Wirtschaftsethik. Was ich aber immer schade finde, ist, dass die Begriffe liberal und neoliberal auf eine sträfliche Art und Weise, vielleicht sogar boshaft, bewusst durcheinandergewürfelt werden. Für mich persönlich ist neoliberal das Gegenteil von liberal. Ja, höre ich ja schon, bin ja auch hier groß geworden in der Ordnungspolitik, in der Volkswirtschaft. Liberal kann man so zusammenfassen, leben und leben lassen. Neoliberal ist das Gegenteil davon. Neoliberal heißt Gewinnmaximierung bis zum letzten, egal wie viel Blut spritzt, egal wie viele Menschen auf der Strecke bleiben, Hauptsache wir haben die Gewinne und die Aktienkurse maximiert. Das ist neoliberal. Und das wird inzwischen auf der Welt in einer Art und Weise betrieben, wie wir es kennen aus den staatsmonopolistischen kapitalistischen Wirtschaften des Sozialismus. Das ist eine ganz interessante Beobachtung. Wenn Sie mal sehen, wie heute auf der Weltebene alles immer mehr zentralisiert wird in den Konzernen, immer mehr Entscheidungen zentralisiert werden, eben immer mehr Ausblenden der menschlichen Komponente im Wirtschaftsleben, dann ist dieses Neoliberale, wenn man das mal im Lichte sich anschaut, die Fortsetzung dessen, was eigentlich 1989-90 schon einmal gescheitert ist. Bloß diese Zentralismen, diese zentral gesteuerten Planwirtschaften, wie wir sie hatten, sind mit der Sowjetunion leider nicht zusammengebrochen, sondern da verwende ich ein geflügeltes Wort von Herrn Professor Hamer, dem Gründer des Mittelstandsinstitutes Niedersachsen in Hannover, der es mal auf den Punkt gebracht hat: Das Politbüro ist 1991 nicht geschlossen worden, es ist von Moskau nach Brüssel übersiedelt. Und dann macht es auch Sinn, wenn man sich das so betrachtet, dass diese ganzen Zentralisierungen in Brüssel weiter betrieben werden. Und ich selbst als Sohn eines Republikflüchtlings aus der DDR, wenn ich mir das jetzt wieder mal vor Augen führe, wer in der DDR sich nicht zentralistisch, sozialistisch gängeln hat lassen wollen, der konnte in den Westen. Es gab so verschiedene, konnte hier durch die Ostsee schwimmen, ja. Man konnte versuchen, über die Mauer zu kommen, man hat es über Ungarn versucht, manche haben einen Ausreiseantrag gestellt, aber wer unbedingt raus wollte, konnte raus und hatte eine Alternative, das ist doch ganz wichtig, der hatte eine Alternative, dahin zu gehen, wo es besser war, wo es freiheitlicher war, nicht so dirigistisch, nicht so sozialistisch. Und das Drama ist jetzt dadurch, dass das Politbüro von Moskau nach Brüssel ausgewandert ist, bringt es ja gar nichts, wenn ich aus dem Deutschland in Europa nach Frankreich in Europa übersiedle, weil ich da auch wieder diesen zentralistisch-sozialistischen Monopolstrukturen ausgeliefert bin. Ja, und wenn Sie das weiter fortsetzen, wenn Sie sich den James Gladfelder anschauen, der mit mathematischen Methoden nachgewiesen hat, dass 737 Konzerne 80% der weltweiten Wertschöpfung beherrschen, ja, wo wollen Sie dann hin noch auswandern? Ja, dann sind wir alle diesem weltweiten sozialistischen Dirigismus unterworfen. Das ist doch, glaube ich, das ganz große Problem, dem unsere Gesellschaft unterliegt. Der Herr Orwell hat das mal im politischen Bereich mit 1984 genau beschrieben, wie solche Staaten funktionieren. Wir leben leider inzwischen in so einem Staat, in immer erschreckenderen Ausmaßen. Und mein persönliches Anliegen ist es, mein Herzensanliegen ist es, dass wir im Mittelstandsforum der Alternative für Deutschland dieses Selbstverständnis weiterentwickeln, vorantragen, in die Unternehmerschaft hineintragen. Nein, wir wollen kein zentralistisches Wirtschaften, das auch jegliche Menschlichkeit tötet, wie es der Herr Orwell beschrieben hat. Das wollen wir nicht. Und es ist mir einfach ein Anliegen, dass wir dann auch sagen, wir sind liberal. Das heißt, leben und leben lassen, deswegen sind wir nicht
neoliberal, weil den Neoliberalen, das ist nichts anderes als die Fortsetzung des Sozialismus auf Weltniveau, leider. Und deswegen möchte ich als neuen Begriff vorschlagen, da habe ich mich mit Herrn Meuthen drüber unterhalten, also es gibt auch noch ein bisschen kleines Grußwort von Meuthen mit drin hier, der einmal mal gesagt hat, nennen wir das Ganze doch freiheitlich, um eben dieser ganzen Begriffsverwirrung zwischen liberal und neoliberal zu entkommen. Und da finde ich einen tollen Vorschlag von Professor Meuthen. Und damit vertreten wir die Leistungsträger der Gesellschaft. So, bin kurz am Ende. Was ein Alleinstellungsmerkmal inzwischen ist, des AfD-Mittelstandsforums im Vergleich zu den Wirtschaftsverbänden der anderen Parteien, ist, dass wir nicht abhängig sind von der Mutterpartei. Und das sage ich bewusst im positiven Sinne. Und wenn Sie sich mal anschauen, es gibt die CDU, CSU, FDP, SPD, Grüne, Linke, Einheitspartei. Die Frau Merkel ist ja entsprechend sozialisiert worden in der DDR. Auch diese Geschichte hat sie auf die größer gewordene DDR übertragen, in der wir heute leben müssen. Und in diesen Parteien gibt es Wirtschaftsvereinigungen. Jeder hat ihre eigene. Natürlich in den Linken nicht so groß oder nicht so wichtig. Ganz bekannt sind ja die Wirtschaftsvereinigung der FDP oder der Wirtschaftsrat der CDU. Und in diesen ganzen Wirtschaftsvereinigungen ist es so, dass wenn dort wirklich mal ein Funktionär, heute ist das so, bis 1989 war es noch ganz okay bei uns, aber wenn dort ein Funktionär wirklich etwas sagt, was uns Mittelständlern hilft, was uns Mittelständler nach vorne bringt, dann hat er damit schon sein Todesurteil gesprochen in einer weiteren Parteikarriere. Weil er dann sofort in den Konflikt kommt mit den Sozialisten in seiner Mutterpartei, eine sozialistische Einheitspartei, von der wir regiert werden. Das ist das eine. Und dann das nächste, was wir haben, wenn es dann einer in der Partei vielleicht doch zu weit übertrieben hat, aber man lässt ihn nicht ganz fallen, dann kommt wieder dieser Drehtüreneffekt, Verschiebebahnhof, dann wird in den Wirtschaftsverbänden der Altparteien, werden dann die abgehalfterten Funktionäre dann doch indirekt über unsere Steuergelder finanziert, obwohl wir gar nicht gefragt worden haben, mit einverstanden sind, die werden dann weiter alimentiert. Und das ist ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal, das wir haben als AfD-Mittelstandsforum, dass wir eben nicht Angst haben müssen, irgendetwas unseren Parteikollegen zu sagen, ja, und dann unsere eigene Parteikarriere kaputt zu machen, wie es in den Altparteien ist. Das ist bei uns nicht der Fall, sondern wie ich es erlebt habe, ich kenne, jetzt habe ich Sie auch kennengelernt, Herr Dr. Baumann, jetzt kenne ich wirklich alle, ich kenne alle Landesvorsitzenden der AfD, also der Partei persönlich, ich kenne alle Mitglieder des Bundesvorstandes, das bringt meine Funktion mit sich. Und was wir hier haben, ist ein tolles Miteinander, ein tolles Gemeinsam. Was wir hier entwickeln an Ideen als AfD-Mittelstandsforum, wird sehr, sehr gerne aufgenommen von der Partei. Auch andersrum, die Partei entwickelt Ideen, die wir als Mittelstandsforum auch gerne aufnehmen und weiterentwickeln. Und so muss es eben sein, und das ist unser Alleinstellungsmerkmal, das haben die anderen Wirtschaftsverbände nicht, weil sie am Gängelband ihrer Mutterparteien hängen und nicht auf Augenhöhe mit ihnen sprechen können. Und da bedanke ich mich, bin am Ende.